Hi. Wie ihr sehen könnt, schaue ich nicht so wirklich frisch und erholt aus. Im Gegenteil, mein Herz geht auch voll schnell. Bin einfach irgendwie voll unter Anspannung irgendwie. In Aufregung. Ja. Ärger, Trauer, Enttäuschung. Ganz viel. Super. Es ist so, dass ich mich ja seit Monaten versuche, in meiner Selbstständigkeit erfolgreich zu sein und damit mit dem, was ich da verdiene, auszukommen. Und gleichzeitig ist es so, dass ich halt von Herzen das gebe, was ich gebe und den Menschen nicht hinterherrenne und ihnen es hinterher schmeiße. Ich habe halt immer das Gefühl, derjenige, der sich dafür öffnet und der danach sucht, der wird zu mir finden, so von der Energie her. Und deshalb mache ich keine aggressive Werbung, also weil ich einfach die Leute damit nicht erschlagen will. Es gibt schon genug Fülle an Informationen, die einen wirklich überfordern und die einen zu so viel hinreißen, was derjenige vielleicht gar nicht braucht. So. Na ja, gut. Ich glaube, mit dem Prinzip könnte ich an sich auch wahnsinnig gut fahren. Einfach wirklich im Einklang mit mir selber, mit der Natur, mit der Umwelt, in Anbindung mit dem Universum, meinem höheren Selbst. Wenn da einfach nicht so ein Kollektivbewusstsein wäre und so ein großer Teil der Gesellschaft, der da noch anders drauf ist. Und von dem ich zu einigem gezwungen werde. Also das ist einfach so unser System, ne? Und ich halte es einfach mal ganz kurz rein, so. Schönes Schreiben. Ich hoffe, ihr konntet nichts lesen, weil muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ihr da irgendwelche Daten draus ziehen könnt. Ja, Finanzamt und Arbeitsamt. Es ist nämlich so, dass ich letztes Jahr dann das erste Mal leicht in die Knie gegangen bin und aufgrund meiner Krankenversicherung, die ich nicht mehr zahlen konnte, die ich ja nur habe, weil das System das vorschreibt und dir keine Chance lässt, rauszukommen. Ja, und die Krankenversicherung mittlerweile von dem Arbeitsamt oder Agentur für Arbeit, Jobcenter, bezahlt wird. Und ja, die auch so jetzt, ich habe das jetzt zugelassen, dass die halt mal auf meine Selbstständigkeit schauen dürfen und vielleicht auch den einen oder anderen Tipp haben. Ja, und was da halt auch schon krass war, dass sie haben sich halt von mir einen Businessplan geben lassen, Zahlen geben lassen, haben das angeschaut, waren erst sehr kritisch, da hatte ich einen Videobeitrag dazu online gestellt und dann haben sie gesagt, okay, wir unterstützen sie. Anschluss all dem würde ich mir wünschen, wenn sie sagen, hey, das und das sieht nicht so gut aus, dass sie halt mir den Vorschlag machen, mich in meiner Selbstständigkeit zu beraten. Ich öffne mich dafür, ich möchte das. Aber es deutet halt alles Mögliche darauf hin, dass das eher so ist, dass sie mich einfach immer wieder in meinen alten Job drängen wollen, weil ich da halt Bachelor, Master, Studienabschluss habe und einiges an Berufserfahrung. Und ja, dass es einfach von außen so sehr bestimmt wird und gesteuert wird, was man doch bitte schön machen, tun kann, soll und lassen soll und, und. Und das ist es so, wo ich mich ja total für einsetze, diese Selbstbestimmung und Selbstverantwortung. Hey, ich bin so klar, ich bin so gut bei mir, ich habe mich so gut kennenlernen dürfen. Ich weiß sehr wohl, was ich kann und was ich will und wo ich auch merke, das kann ich noch nicht, aber es wäre gut, wenn ich das erlerne und dass ich mich da in diese Herausforderungen gebe und die Aufgaben annehme.
Ja, aber ich, boah, das ist, das Universum fordert mich gerade so heraus und macht mich echt voll fertig und strengt mich voll an. Und ich könnte am liebsten echt rausgehen, schreien, weinen, irgendwo dagegen boxen. Dann war eben so ein Lichtblick. Es war dann halt der Gedanke, okay, nächster Schritt. Ich nehme einfach einen Teilzeitjob an, schaue aber, dass der einfach zu meinem jetzigen Wesen passt. Und auch da sind so viele Herausforderungen und jeder wird so dazu gezwungen, so zu kämpfen, sich so für sich einzusetzen. Und ich frage mich, wieso? Wieso ist das so schwer? Und ich bin doch die ganze Zeit dabei, ich möchte ein leichtes, ein liebevolles Leben führen. Ich habe mich dazu ausgerichtet, ich habe mich dazu entschieden. Was in mir drin ist es noch, dass mich das nicht so anziehen lässt oder kreieren lässt? Was ist es? Und dann, also das nächste Schreiben ist vom Finanzamt, das ist ja noch urwitziger. Von 2017 ist das die Abrechnung. Und da hatte ich noch eine Selbstständigkeit als Unternehmensberaterin angemeldet. Ich habe die auch immer noch, weil ich mir denke, ja, wenn es irgendwann mal kommt, dann ist es schon gleich angemeldet und dann kann ich da auch direkt tätig sein. Und wenn ich dann halt über ein Jahr oder jetzt schon 2 Jahre gar nicht tätig bin, es wird halt immer gesagt, man soll es dann abmelden. Verstehe ich aber auch nicht, wieso. Ja, und ich check's gerade nicht. Also auch dieses so, ich wollte halt die Sachen gerne alleine schaffen. Gerade auch Steuererklärung fand ich jetzt nicht so schwierig, aber irgendwie wird alles so schwierig gemacht, dass du alleine nicht klarkommst und dir Hilfe suchen musst. Und vielleicht hatte ich jetzt auch schon Fehler gemacht und hätte von Anfang an die Steuererklärung mit jemandem zusammen machen sollen. Weil jetzt halt so ein Bescheid da ist, ich soll irgendwie über 900 Euro nachzahlen. Und ich check so voll nicht, weshalb, wofür, was soll das? Also ich glaube, sie sind jetzt von irgendwelchen Annahmewerten ausgegangen. Also ich fühle mich jetzt einfach mal total gefickt. Jetzt kommt voll der vulgäre Ausdruck, aber ich glaube, was anderes passt jetzt hier gerade nicht. Also ich habe einfach auf viele Seiten und irgendwann reicht es. Jetzt lässt es kurz noch in mir wirken, schau, was mit mir macht und dann schaue ich aber auch, dass ich in die Annahme gehe und einfach die Tools, die Hilfsmittel verwende, die mir glücklicherweise jetzt schon in meinem Leben geschenkt wurden. Ich sage mal, das Ho'oponopono und Quantenheilung durfte ich auch schon kennenlernen. Und schau da einfach. Ja, ich glaube, ich habe gerade gar nicht mehr zu sagen. Vielleicht soll es auch so sein, wieder, dass ich das mit euch teile, weil ich muss eh irgendwie rauslassen und verarbeiten. Und ja, mach's mal vor der Kamera. Dann stelle ich es online. Da kommt noch ein zweiter Teil, ja. Okay.